Ich wünsche einen guten Abend. Bevor es losgeht, dass wir vielleicht ein bisschen rekapitulieren, womit wir uns zurzeit beschäftigen. Ich hatte ja vor, in den 3 Abenden, sozusagen bis zum Ende des Jahres, noch einmal einen Überblick über die Grundlehren des Buddha zu geben, dass für die, die neu sind, ein bisschen klar wird, was denn sozusagen das Gesamtpaket an buddhistischen Lehren beinhaltet. Und für die, die lange dabei sind, einfach nochmal wieder rekapituliert wird, um was es geht. Beides gehört zusammen. Und am letzten Abend hatte ich das Thema benannt, glaube ich, der Geschmack des Dharma. Da sollte es darum gehen, ein bisschen ein Gespür zu entwickeln, was denn die Grundzüge, die Wesenszüge der buddhistischen Lehre überhaupt ausmacht. Der Ausgangspunkt war, dass alle Wesen, nicht nur Menschen, sondern alle Wesen auf der Suche nach Wohl sind. Der Mensch sucht Glück und versucht, Leiden abzuwehren, sagt er. Das Dumme ist, es funktioniert nie. Oder nie so recht, wie wir es uns vorstellen. Man gibt sich das ganze Leben Mühe, dass das eintritt, was wir wollen, aber irgendwie laufen die Dinge doch ganz anders. Und in diese Situation kommt die Einladung des Buddha. Er sagt, hört zu, ich kann euch ein Stück weit helfen. Ich kläre euch auf über die Lebenswirklichkeit. Ich sage die Wahrheit, die ich erkannt habe. Und gebe zugleich praktische Ratschläge, wie ihr euer Leben verändern könnt mit einem besseren Ergebnis. Das ist der erste wesentliche Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Belehrungen des Buddha nicht von 0 auf 100 gehen, mit einem Schlag, sondern dass man hingeführt wird. Ja? So wie man mit dem Auto, wer langsam anfährt und dann irgendwann Höchstgeschwindigkeit kriegt, so ist das bei dem Buddha auch. Seine Belehrungen sind abgestuft, seine Wahrheiten sind aufeinander aufbauend und auch die Praxis ist jeweils bezogen auf bestimmte Situationen, in denen wir gerade sind. Er gibt dafür das Gleichnis vom Weltmeer. Er sagt, guckt euch den Ozean an. Der Ozean kann sehr, sehr große Tiefe erreichen, aber nicht mit einem Schlag. Und Schritt für Schritt senkt sich der Ozean ab, vom ganz sachten Strand bis in die tiefsten Tiefen hinab. Und so ist das auch bei den Lehren des Erwachten. Sowohl was die gelehrten Wahrheiten angeht, als auch was die spirituelle Praxis angeht. Konkret heißt das, dass diese Abstufungen sich in 5 Grundpaketen zusammenfassen. Dana, Sila, Sagga, Samadhi und Satcha, Wahrheit. Dana ist das Geben, Sila ist das Verhalten, ethisches Verhalten, Sagga ist Transzendenz, jenseitige Welt, Samadhi ist geistige Sammlung, Konzentration und Satcha sind die Wahrheiten, die der Buddha am Schluss erklärt. Und bei den 5 gibt es eine schöne Einteilung. Nummer 1 bis 4, das sind die sogenannten hinführenden Lehren. Die machen uns fit, um überhaupt die Tiefen des Dharma zu verstehen. Und diese 4, seltsamerweise oder nicht, tauchen auch in anderen Weltanschauungen und Religionen auf. Das ist sozusagen nicht Buddha-spezifisch. Er lehrt das, weil es notwendig ist, in Theorie und Praxis sich auszukennen. Er sagt aber dazu, dass diese Lehren nicht Buddha-spezifisch sind, sondern das, was allein Dharma im engeren Sinne ist, ist das, was der Erwachte in den 4 Heilswahrheiten sozusagen uns darlegt. Und mein Vortrag soll sich jetzt auf 2 Dinge beziehen. Heute diese 4 hinführenden Übungen, die Lockerungsübungen, spirituelles Warmlaufen. Und dann das nächste Mal als Abrundung die Heilswahrheiten des Buddha selbst. Und das Ganze fängt an mit einem Stichwort, das in Pali Dana heißt. Da zitiere ich den Erwachten das erste Mal. Ihr wisst ja, dass ich diesen Vortrag so aufgebaut habe, dass immer auch die Worte des Erwachten selbst auftauchen.
Diese drei Möglichkeiten, verdienstvoll zu wirken, gibt es. Welche drei? Das segensreiche Wirken des Gebens, das segensreiche Wirken ethischen Verhaltens und das segensreiche Wirken geistiger Schulung, Klammer Meditation. Wenn man buddhistische Praxis zusammenfassen will, kann man es auch in diese drei Dinge packen. Dana, Sila, Samadhi. So, und logischerweise fängt der Erwachte immer seine Belehrungen mit Dana an, mit Geben. So, jetzt kriegen die meisten schon einen Schreck. Nach dem Motto, jetzt wird wieder auf den Klingelbeutel hingewiesen und auf die verschiedenen Spendenboxen, die links und rechts stehen und so, werf da was rein. Wie oft haben wir das schon gehört? Weiter, zum nächsten. Ja. Darum geht es nicht. Natürlich ist das ein Aspekt in der spirituellen Praxis, dass man auch Geld in den Klingelbeutel wirft, sonst könnte das Haus nicht existieren. Logisch. Aber deshalb wird die Lehre von Dana nicht von dem Buddha gepredigt, sondern Dana ist eine spirituelle Übung. Es ist eine spirituelle Praxis. Und Dana heißt nicht nur jetzt geben von Materiellem, von Geld, sondern Dana ist eine Haltung von Großzügigkeit. Soll bedeuten, ich habe was und gebe was davon ab. Ich genieße was und lasse andere mitgenießen. Und Dana geben bezieht sich eben nicht nur auf Materie, nicht nur auf Geld. Man kann auch Zeit schenken, jemandem mal zuhören, jemanden mal besuchen, ja, für jemanden da sein, auch mal jemanden etwas erklären, etwas helfen, von seiner Arbeitskraft, von seiner Fähigkeit abzugeben. Das ist Dana. Warum? Mein erster Satz heute war, alle Menschen wollen Wohl. Und was wir wollen und brauchen, ist auch materielles Wohl. Um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein, auf unserer Ebene brauchen wir 1000 Dinge von dieser Welt. Und da sagt der Erwachte, gibt es ein oft übersehenes Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, dass Geben und Bekommen zwei Seiten einer Medaille sind. Wenn wir viel von der Welt brauchen und wollen, muss die Welt gewährend sein. Sie ist aber nur gewährend, sie wird aber nur gewährend, wenn wir auch gewährend sind. Ja? So wie wir uns, einfach gesprochen, der Welt gegenüber verhalten, so verhält sich die Welt uns gegenüber. Fußnote, warum das so ist, erkläre ich später. Wir sind jetzt sozusagen an der ersten Übung, unseren Geist lockerer zu machen. Das ist der Hintergrund. Jetzt mal ganz egoistisch formuliert. Wenn ich die Welt genießen will, wenn ich was von der Welt haben will, dann wird es nur funktionieren, wenn ich auch sozusagen in diese Welt was hineingehe. Das ist eine geistige Gesetzmäßigkeit. Und deshalb sagen die Christen, geben ist seliger denn nehmen. Im Geben liegt mehr Glück als im Nehmen. Weil Nehmen vereinsamt, aber Geben reich macht. So, alles was uns in der Welt an materiellen Dingen zur Verfügung steht, oder auch an Zuwendung in jeder Hinsicht, ist dadurch zustande gekommen, dass wir früher oder jetzt großzügige Menschen waren. Und wenn sich die Welt uns jetzt verweigert, wir sehen alles in den Schaufenstern, aber kommen nie dran, ja, dann ist das ein Zeichen dafür, dass unser Geist noch zu sehr egozentriert ist oder war und deshalb die Welt uns diesen Spiegel jetzt vorführt. Und so ist diese spirituelle Übung zu verstehen, je großzügiger man ist oder wird, umso großzügiger wird sich diese materielle, eine ideelle Welt auch uns gegenüber zeigen. Und noch was anderes ist wichtig für den Fernblick auf die spätere Praxis. Geben heißt immer zu merken, da gibt es andere Menschen auch noch in der Welt. Nehmen heißt immer nur ich, ich, ich. Geben heißt auch zu merken, ach, da gibt es ja noch mehr. Und die wollen im Grunde das Gleiche wie ich. Ja, sie sind auch abhängig von vielen materiellen Dingen und Ressourcen, die diese Welt bereitet. Das heißt, diese Übung hat auch damit zu tun, unser Ego etwas von dem Thron zu nehmen, unser Ego zu relativieren, und das ist der Einstieg für das, was in den folgenden spirituellen Praktiken ja auf uns zukommt, was da ansteht. Das Ego nämlich immer mehr dünner zu machen, kleiner zu machen,
und am Ende irgendwo in die Rumpelkammer zu werfen und zuzuschließen. Das ist der Hintergrund von Dana. Noch ein Zitat. Wenn die Wesen die Frucht des Verteilens von Gaben so kennen, würden die Wesen die Frucht des Verteilens von Gaben so kennen, wie ich sie kenne, würden sie nichts essen, ohne etwas davon abgegeben zu haben, und der Makel des Geizes würde ihr Herz nicht ganz und gar gefangen nehmen. Hätten sie auch nur einen letzten Bissen, nur einen Mund voll, sie äßen nicht, ohne etwas davon abgegeben zu haben, wenn sie den Empfänger dafür fänden. Weil die Wesen aber die Frucht des Verteilens von Gaben nicht so kennen, wie ich sie kenne, essen sie, ohne etwas davon abgegeben zu haben, und der Makel des Geistes nimmt ihr Herz ganz und gar gefangen. Das ist ein nachdrücklicher Appell an diesen Aspekt. Aber warum halten wir uns nicht dran? Ganz einfach, weil unsere Erfahrung sagt, was ich weggegeben habe, ist fort. Das habe ich weniger. Das sagt unser Auge, das sagt unsere Erfahrung. Und der Buddha aus seiner Perspektive sagt, das ist sehr begrenzt. Ich sehe, dass nur das erhalten wird, was man weggibt, weil das in der Tat später zur Verfügung steht. Alles, was wir festhalten, alles, woran wir klammern, das geht tatsächlich verloren. Was und wie gibt man? Bei Geben fällt uns immer Geld ein, ja. Oder eine Tafel Schokolade, oder eine Flasche Wein, oder ein Schlips oder so. Ja? Das ist in Ordnung, aber es ist, ja, begrenzt, sagen wir vorsichtig. Deshalb gibt der Buddha sozusagen Hinweis auch darauf, was beim Geben zu beachten ist. 8 Gaben eines guten Menschen gibt es, sagt er. Welche 8? Reines gibt er, Vorzügliches gibt er, zu passender Gelegenheit gibt er, was zulässig ist, gibt er, mit Bedacht gibt er, regelmäßig gibt er, beim Geben beschwichtigt sich sein Herz und nach dem Geben empfindet er Genugtuung. Diese 8 Gaben eines guten Menschen gibt es. Genug für ein ganzes Seminar. Ja. Ich will es kurz erklären. Reines gibt er. Das bedeutet, man sollte das verschenken, was einem auch gehört. Ja. Also wenn Kinder das verschenken, was der Schwester gehört, ist nicht wirklich gut. Vorzügliches gibt er. Das meint, nicht das verschenken, was man so und so wegwerfen will. Ja? Was eigentlich schon auf dem Müll steht und dann denkt man, der hat Geburtstag, na, da packe ich es einem und schenke es ihm. Das ist eine Variante von geben, aber sehr eingeschränkt. Deshalb, ja, Vorzügliches. Kein Schrott, sondern das, was einem selbst was wert ist. Bei passender Gelegenheit. Ja, man muss die Umstände auch sehen. Wann passt's? Wenn einer zu Weihnachten schon 20 Schlipse gekriegt hat, dann ist der 21. Schlips eben nicht passend. Ja, passt nicht so richtig in die Situation. Man soll geben, was zulässig ist. Das hat eine ethische Qualität. Also wenn ein Mönch kommt beispielsweise oder eine Nonne oder auch der beste Freund, ist es schon die Frage, ob man eine Bottle Whisky schenkt zum Geburtstag. Ja, oder ob man nicht das Gefühl hat, man ist vielleicht doch nicht das beste Geschenk, es gibt etwas, was ein bisschen besser ist. Mit Bedacht gibt er. Mit Bedacht meint, dass man auch auf seine eigene Situation achtet. Nicht sagen jetzt, ach, Dana ist ein wunderbares Prinzip, räume ich morgen mein Geld leer, mein Konto räume ich ab und verteile es dann den Armen am Bahnhof. Und am Montag steht man beim Sozialamt und sagt, ich habe gegeben, aber irgendwie doch nicht so wirklich überlegt. Ja? Geben das, was man kann, was zur Verfügung steht und was einem selbst nicht so kaputt macht. Regelmäßig, ja, das ist so das Beispiel des Muttertagsprinzips. Zwar Muttertag, Mutter hat 3 Rosen gekriegt, also ist mal ja ruhig. Ja. Ist eine Form des Gebens, sicher, aber auch eine beschränkte, weil man warten muss, bis der nächste Muttertag wieder ist oder Geburtstag oder Weihnachten. Dana soll eine Haltung werden, die sich hier als Haltung manifestiert, als etwas, was man immer regelmäßig macht. Wobei es, wie gesagt, nicht auf die Menge ankommt, sondern auf die innere Haltung dabei. Und das meint auch das Letzte. Beim Geben beschwichtigt sich sein Herz und nach dem Geben empfindet er Genugtuung. Das ist ganz wichtig.
weil Dana nicht nur ein äußerer Akt ist. Ich gebe etwas Materielles weg, sondern es ist etwas, was einen erzieherischen Effekt auf uns selbst hat. Denn Geben, nochmal das christliche Pendant, Geben ist seliger denn Nehmen, meint auch, dass der Akt des Gebens selbst in einem positiven Gemütszustand herbeiführt. Wer ernsthaft und gern gibt, ja, nicht nur, ja, du, da hast du was, ja, sondern wer gern gibt, merkt, dass dieser ja Wandlungsprozess angestoßen wird, der einen selbst freier und glücklicher und zufriedener macht. Ja, das ist der Hintergrund. So, ich befreie euch vom Geben, sonst kommen wir zu dem anderen nicht mehr. Aber das ist Grundprinzip Einstiegsdroge sozusagen in den Dharma. Und wer meint, das könnte man übersprengen so leicht, der hat es später schwerer, weil die Übungen, die damit verbunden sind, einfach anstehen. Punkt. Zweiter Aspekt von den vieren, die heute anstehen. Es ist überschrieben mit Karma und Ethik. Fange auch mit einem Zitat an. Durch Wirken wird die Welt, durch Wirken werden Menschen, am Wirken hängen alle Wesen, so wie ein laufend Rad an seiner Achse. Das sind vier Zeilen, aber eine Revolution in Bezug auf unsere Weltanschauung. Eine tiefgreifende Revolution. Und da heißt es nämlich, durch Wirken wird die Welt. Das, was uns so objektiv erscheint, so mächtig, so massiv vor uns steht, was wir Welt nennen, ist nicht einfach da. Noch nicht, wie der Erwachte sagt, von einem Gott geschaffen. Sie ist geschaffen, aber durch Wirken, durch karmische Aktivität entstanden. Nicht objektiv da. Und auch wir, die Wesen, sind auch nicht einfach objektiv da. Wir selbst sind ebenfalls das Ergebnis von karmischer Aktivität, von Karma, von Wirken. Und deshalb heißt es, am Wirken hängen alle Wesen. Wir haben eine Abhängigkeit von unserem eigenen Tun und Lassen. Das ist der Kernpunkt unserer Existenz. Nicht, was da um uns herum scheinbar so unabhängig von uns passiert, sondern das ist immer nur der Reflex unseres früheren Wirkens. So wie ein laufendes Rad an seiner Achse hängt. Beim Rad sehen wir immer nur das, was sich bewegt, aber das Bewegende beim Rad sehen wir nicht. Das ist das, was in der Mitte ist, die Achse. Und das übersehen wir auch in unserer Existenz, dass die karmischen Aktivitäten der Wesen nicht nur sie selbst produzieren, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch Welt produziert. Und deshalb ist die Karma-Belehrung ist die zweite fundamentale Belehrung, die von dem Buddha kommt. Ich erinnere nochmal, dass das eine hinführende Belehrung des Erwachten ist. Und viele von uns haben da schon eminente Schwierigkeiten. Ja? Und sagen, die Welt ist doch da. Seh sie doch. Alle sehen sie doch. Und da kommst du mit sowas. Deshalb nannte ich das eben eine Revolution unserer Weltanschauung. Und bei Aktivität, ich will das nochmal bei karmischen Wirken, ich muss das nochmal präzisieren, ist vordergründig zunächst das gemeint, was wir denken, reden und körperlich tun. Das ist das Wirken. Aber auf einer tieferen Ebene, sozusagen fast unsichtbar oder unmerklich, wenn wir nicht hinschauen, ist es eigentlich die Absicht, die in uns immer wieder aufkommt. Also das Wollen, das Denken, die Impulse hin oder weg. Das ist das eigentliche Wirken. Das ist Karma. Alles andere sind die Folgen daraus. Denken, Reden und Handeln, das sind die Folgen von diesen Willensimpulsen. Unmöglich und möglich, sagt der Erwachte. Es ist eine völlige Unmöglichkeit, dass ich bei jemandem, der auf üble Weise handelt, spricht und denkt, erwünschte, erfreuliche, angenehme Ergebnisse einstelle. Wohl aber wird es so sein, dass ich bei jemandem, der auf üble Weise handelt, spricht und denkt, unerwünschte, unerfreuliche, unangenehme Ergebnisse einstelle. Es ist eine völlige Unmöglichkeit, dass ich bei jemandem, der auf rechte Weise handelt, spricht und denkt, unerwünschte, unerfreuliche, unangenehme Ergebnisse einstelle. Wohl aber wird es so sein, dass ich bei jemandem, der auf rechte Weise handelt, spricht und denkt,
erwünschte, erfreuliche, angenehme Ergebnisse einstellen. Das heißt es auf Deutsch, wir haben vorhin gesagt, dass alle Wesen auf Glück aus sind, auf Wohl aus sind. Und hier wird die schlichte Behauptung aufgestellt, wenn jemand übel handelt, ist es unmöglich, durch dieses üble Handeln Wohl zu erhalten. Wohl ist es aber zwingend, dass jemand, der übel handelt, auch üble Ergebnisse einfährt. Und umgekehrt auch. Wenn man Denken, Reden und Handeln heilsam ist, gut ist, ethisch sogar einwandfrei ist, dann muss zwingend auch das Ergebnis entsprechend sein. Füge jetzt schon an, das ist das Grundprinzip. Bei allen Grundprinzipien gibt es das eine oder andere zusätzlich noch zu bemerken. Kommen wir gleich später dazu. So, da fragt man sich natürlich, was bedeutet denn das, das Handeln? Da will ich noch was einschieben, weil der Buddha ja oft auch gefragt wird, du sitzt doch nur unter den Bäumen und meditierst. Ja, das hört man heute noch. Also was hat denn das mit Praxis, mit Leben und so weiter zu tun? Lehrst du denn das Nicht-Tun und das Tun, wird immer mal gefragt. Da kommt einer und sagt, was lehrt eigentlich der Herr Brahma, der Herr Gautama, der Buddha, was vertritt er denn? Und er sagt, das Tun lehre ich und das Nicht-Tun. Auf welche Weise lehrt denn Herr Gautama das Tun und das Nicht-Tun? Antwort, das Nicht-Tun lehre ich. Ich lehre nämlich ungutes Handeln, Reden und Denken, sowie die vielerlei üblen und unheilsamen Dinge zu lassen. Und das Tun lehre ich. Ich lehre nämlich gutes Handeln, Reden und Denken, sowie die vielerlei heilsamen Dinge zu vollbringen. Auf diese Weise, Brahmane, lehre ich das Tun und das Nicht-Tun. Das ist zunächst mal nur eine Formel, um zu zeigen, Buddha Dharma hat auch was mit Aktivität zu tun. Nicht einfach nur warten, bis die Dinge über uns hereinbrechen, sondern Aktivität, einfach ausgedrückt, das Schlechte lassen, das Gute machen. So, was ist das aber konkret? Und da gibt es im Buddhistischen 5 Grundregeln im menschlichen Zusammenleben. Die kommen einem bekannt vor, wenn man sie hört. Das sind die Panchasila, die 5 Übungsregeln, die jeder auf sich nimmt, der sich Buddhist nennt. Und wenn einer sagt, da habe ich nichts mit zu tun, dürfte der Betreffende oder die Betreffende sich nicht Buddhist oder Buddhistin nennen. Denn das ist eine Grundbedingung. Und zwar heißt es da, ich nehme die Übung auf mich, das Töten lebendiger Wesen zu unterlassen. Ich nehme die Übung auf mich, mir nichts Unrechtes anzueignen. Ich nehme die Übung auf mich, von sexuellem Fehlverhalten Abstand zu nehmen. Ich nehme die Übung auf mich, auf lügnerische Worte zu verzichten. Ich nehme die Übung auf mich, mir nicht mit Alkohol und anderen berauschenden Mitteln die Klarheit des Bewusstseins zu nehmen. Das sind 5 Dinge, und ich behaupte, wenn man damit übt, hat man ein Leben lang zu tun. Und es klingt leicht, aber es ist schwer. Mal, wenn man dann ein bisschen in die Tiefe geht. Und wichtig ist dabei auch der erste Satz. Ich nehme die Übung auf mich. Keiner kann verlangen, dass wir morgen Heilige sind. Du kannst verlangen, oder? Es wird nicht dazu kommen. Weil wir aus alten, langen, alten Gewohnheiten dumme Sachen machen, die werden wir so schnell nicht los. Deshalb Übung. Und Übung heißt, sich nicht unterfordern, sondern dranbleiben. Übung heißt aber auch, sich nicht überfordern, sondern das mittlere Maß für sich zu finden, ohne sich jetzt dazu entschuldigen oder irgendwie Dinge von sich abzuverlangen, für die man noch nicht reif ist. Und die Übung bezieht sich, wie gesagt, auf 5 grundlegende Lebensbereiche. Einmal Leben zu schützen, beziehungsweise Leben nicht zu nehmen, weil körperliche Unversehrtheit, leibliche Existenz, das ist, wo die allermeisten Menschen sich am meisten identifizieren. Und das ist der größte Angriff auf mich, wenn ich getötet werden soll. Betrifft sozusagen meine körperliche Existenz. Nicht zu nehmen, was an mich gehört, betrifft nicht mich, sondern das Mein, das, was ich zu mir rechne. Mein Besitz, das, was mir
lieb ist, was ich gern habe, was ich zum Leben brauche. Und da tut es mir weh, wenn das einer nimmt. Deshalb lasse ich das. Ja. Das Dritte bezieht sich auf das sexuelle Verhalten. Jeder Mensch, die meisten Menschen haben Beziehungen zu anderen. Viele leben in einer Partnerschaft, sei das Ehe oder nicht. Es wird auch ein Stückchen zu mir gerechnet, eine Beziehung. Und jeder hat was dagegen, wenn er eine gute Beziehung zerstört wird. Das ist auch ein gewaltsames Eingreifen. Deshalb dieses auch nicht. Also das sind drei Handlungsweisen, die sich auf unsere körperlichen Aktivitäten beziehen. Die vierte Regel bezieht sich auf unsere sprachliche Aktivität. Auf Deutsch, du sollst nicht lügen. So heißt es in den Geboten. Ja? Das heißt, mit der Sprache so umgehen, dass man keine Gewalt den anderen sozusagen auferlegt. Dass man sein Weltbild nicht zerstört. Dass man seine Orientierung nicht nimmt. Und der fünfte Punkt, die fünfte Regel hat etwas mit unserer Lebensführung zu tun. Und da ist ein Beispiel genannt, sich nicht zu betrinken oder seinen Geist mit irgendwelchen Rauschmitteln kaputt zu machen. Warum? Weil der Geist das wichtigste Instrument ist, das wir überhaupt haben. Und wenn wir das außer Kraft setzen oder auch nur einschränken, dann vergewaltigen wir uns selbst. Wir nehmen uns selbst das Potenzial, das wir brauchen, um voranzukommen. Und vor allen Dingen, wenn man sich betrinkt oder aus der Kontrolle gerät, übertritt man alle anderen Silas auch. Das ist sozusagen ein innerer Zusammenhang, der da gegeben ist. Der Punkt 2, um das zusammenzufassen, ist nichts anderes als die Erweiterung des ersten Prinzips geben. Das erste Prinzip von Dana sagt ja nichts anderes als verhalte dich heilsam, verhalte dich so, dass der andere und du einen gemeinsamen Nutzen dabei hast. Auf einem relativ kleinen Sektor, dem Geben, der Großzügigkeit. Und hier wird dasselbe Prinzip ausgeweitet auf alle möglichen Verhaltensweisen, nämlich mit Körper, Sprache und Geist. Und immer gilt dasselbe Prinzip. Verhalte dich so, dass dein Glück nicht darauf basiert, dass das Glück anderer eingeschränkt oder unmöglich gemacht wird. Und ihr seht, dass da schon der Schritt ja in den Ozean ein bisschen tiefer wird. Ja? Also danach heißt sich die Füße ein bisschen feucht machen am Strand, ein bisschen an das Wasser gewöhnen. Bei den Silas, da geht man schon so ein bisschen zum Knie bis zum Bauch. Da merkt man schon, das ist Wasser, das ist kühl unter Umständen, aber es ist auch angenehm erfrischend. Und jetzt kommt der nächste Schritt, vielleicht so bis zum Hals. Und der ist überschrieben mit Sagga in Pali. Und Sagga heißt, wir nennen mal himmlische Existenz. Und da auch, wie gewohnt schon, jetzt erstmal ein Zitat des Buddha. Er sagt von sich selbst, ich erinnere mich an zahllose frühere Leben. An eine Geburt, an 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100.000 Geburten. An manche Perioden der Weltentfaltung, an manche Perioden der Weltzerstörung, an manche Perioden der Weltentfaltung und Weltzerstörung. Dort lebte ich, hatte jenen Namen, entstammte jener Familie, hatte jene Stellung, ernährte mich so und so, empfand solches Wohl und Wehe, erreichte ein solches Lebensalter und von dort abgeschieden erschien ich anderswo wieder. Hier hatte ich diesen Namen, entstammte dieser Familie, hatte diese Stellung, ernährte mich so und so, empfand solches Wohl und Wehe, erreichte solches Lebensalter. Das sind 8 Zeilen oder was. Das ist auch noch eine Revolution in Bezug auf normales Weltbild, das wir haben. Wenn wir uns mal abchecken, wie wir zeitlich orientiert sind, wie unser Geist zeitlich orientiert ist, dann hört bei den allermeisten, wette ich mal, das mit der Rente auf, ja? Vielleicht auch nur, wie schaffe ich das bis zum nächsten Wochenende? Gibt's auch. Kennst du Lebenssituationen? Und sagt, wie geht die Woche rum? Ja? Irgendwie wird's rumgehen, aber wie? Wenn man weit denkt, wann wird's wieder so weit sein, dass ich in Urlaub fahren kann? Und die ganz Revolutionären denken, ja, was mache ich, wenn endlich die Rente da ist? So. Und dann hört's auf, ja? Und alles, was über Dana gesagt wird, über Sila gesagt wird,
ist für uns normallos bezogen auf diese Welt, dieses eine Leben. Wie kann ich mich da zurechtfinden? Wie kann ich da durchkommen ohne große blauen Beulen? Wie kann ich das damit gut einrichten? Und was der Buddha hier sagt ist, ja, jetzt überspitze ich ein bisschen, vergesst dieses Leben. Dieses. Warum? Dieses ist eine Episode. Es ist sozusagen null, fast null, ja, im Vergleich zu dem, was wir alle schon an Vorexistenzen hinter uns haben. Und da wundern wir uns, dass wir nicht weitergekommen sind bisher. Erinnert sich an eine Geburt, an zwei, an drei, an zehn, an hundert, an hunderttausend. Es ist schon so, dass die Zahlen zu groß sind für uns. Und dann haben wir gesagt, an manche Perioden der Weltentstehung und der Weltvergehen. Also Dimensionen, für die unser Geist einfach zu klein ist, um sie zu fassen. Und da sagt der Buddha, aus meiner eigenen Erinnerung habe ich gesehen, dass das so ist. Und er sagt uns, wenn ihr euer Leben in den Griff nehmen wollt, wenn ihr das angehen wollt, dann denkt eben nicht bis zu 65 oder bis zur Pflegeversicherung. Macht das, aber denkt daran, dass es darüber hinaus noch ganz andere Dimensionen zu beachten gibt. Und da sind wir wieder bei unserem Karma-Prinzip oder bei unserem Dana-Prinzip. Dieser Ursache- und Wirkungszusammenhang bezieht sich eben nicht nur auf die paar Jahre hier, sondern es ist ein struktureller Zusammenhang, der in die ganze Existenz besteht. Und alles, was wir sozusagen tun, hat seine Folgen, entweder in diesem Leben, in dem nächsten oder in irgendeinem. Und wenn wir das verstehen, ist doch klar, warum ethisches Verhalten angesagt ist. Weil ich in diesem Leben und auch im nächsten Leben nichts anderes erleben will, als das, was mir gut tut. Ich will nicht getötet werden, ich will nicht bestohlen werden, ich will nicht, dass meine Partnerschaft zerstört wird. Ich will nicht hinters Licht geführt werden, belogen werden. Ich will die Wahrheit hören. Ja? Und ich will auch einen klaren Geist haben. Und wenn wir das wollen, ist es schon gesagt, dass wir das so tun müssen. Wir müssen entsprechend so agieren, dass wir eine entsprechende Welt so leben. Und zwar langfristig gesehen. Das nochmal ergänzt, noch ein Zitat. Ich sah, sagte er, erwachte mit dem himmlischen Auge, dem reinen, übermenschlichen, die Wesen sterben und wiedergeboren werden. Gewöhnliche und herausragende, schön und hässliche, glückliche und unglückliche. Ich erkannte, wie die Wesen ihrem Wesen und ihrem Wirken entsprechend weiterwandern. Das ist die Verbindung zu dem Karma-Prinzip, über das ich vorher gesprochen habe. Ja? Ich sehe, sagte Erwachte, wie die Menschen ihren Gang machen. Eben bis zum Tod und darüber hinaus. Und ich sehe, wie sie entsprechend ihres guten oder schlechten Wirkens wieder erscheinen. Wie sie, ja, nach dem Tode eine Fortsetzung ihres Lebens erfahren. Wie geht's weiter? Ist natürlich eine spannende Frage. Da zitiere ich wieder was, weil ihr mir das sonst nicht glaubt. Also Menschen werden und alle Wesen werden nach dem sogenannten Tod wiedergeboren. Wo? Warum? Wo? Antwort des Buddha. 5 Daseinsbereiche gibt es. Welche 5? Die Leidenswelt, das Tierreich, die Welt der unglücklichen Geister, die Menschen und göttliche Wesen. Wieder eine Revolution. Viele von uns glauben, sich emanzipiert zu haben, indem sie meinen, Himmel und Hölle habe ich hinter mir gelassen. Ich bin jetzt Buddhist, ich habe mit diesen Mythen nichts mehr zu tun. Ich habe mit diesen alten Überlieferungen, mit diesen Zwangsinstitutionen und Zwangsideen der Kindheit nichts mehr zu tun. Das wäre falsch. Ja? Warum? Ich kann das nur in einem Satz sagen. Oder nochmal wiederholen. Am Wirken, nein, durch Wirken werden Wesen, durch Wirken wird die Welt. Und deshalb werden auch Himmel und Höllen durch Wirken. Wir sind nicht unter der Erde oder irgendwo im hohen Luftraum, sondern diese Lebens- und Erlebensräume
tun sich auf durch unser Wirken. Und wenn jemand ein Satan ist in dieser Welt, ein Teufel in Menschengestalt, wird er irgendwann auch diese negativen Anlagen, diese negativen Handlungen, diese negative geistige Einstellung als Erlebensbilder auch haben. Das nennt man dann Hölle. Und hier ist Leidenswelt genannt. Und umgekehrt, wenn jemand ein Engel in Menschengestalt ist, ja, voller Liebe, Güte, Mitempfinden, Freundlichkeit, das Herz am rechten Fleck hat, muss der Betreffende auch irgendwann diese geistigen Kräfte, die er herangebildet haben, als Erlebensbilder vor sich haben. Das nennt man Himmelssaal. Also Himmel und Hölle sind keine geografischen Angaben. Himmel und Hölle sind Qualitätsbezeichnungen von Erleben, sind Erlebensformen. Und Erleben ist immer abhängig von unserem früheren oder jetzigen Tun. Und von den 100.000, abertausend Möglichkeiten, was wir alles erleben können, hat der Buddha hier 5 Grundformen sozusagen genannt. Das Menschliche kennen wir aus eigenem Erleben, da sind wir mittendrin. Von den Tieren haben wir auch schon ein bisschen was mitgekriegt, wissen, dass die existieren. Aber was wir nicht mitkriegen, nicht in unserem Erfahrungshorizont zu finden ist, sind die 3 anderen Erlebensbereiche, die der Erwachte auch noch nennt, himmlisch, ja, in der Leidenswelt und sozusagen die hungrigen Geister oder die unglücklichen Geister, das ist noch eine Kategorie für sich, die den Fünferpaket sozusagen komplett machen. Ihr seht, es ist vielleicht schon in der Vorstellungswelt jetzt so bis zum Hals, wird es schon kühl, da muss man sich dann schon überlegen, gehe ich weiter in das Wasser rein oder lege ich mich nicht wieder am Strand hin, wo es doch vorhin so angenehm war. Ja, das ist so ein bisschen eine Entscheidung. Aber wir sind noch nicht am Ende. Es kommt noch ein 4. Punkt, den ich darstellen will. Und den habe ich überschrieben mit Jenseits der Welt der Sinne, Stichwort Meditation, Stille, Herzensfrieden. Damit sage ich, begeben wir uns in eine ganz andere und neue Dimension von Erklärung und von Erfahrungsmöglichkeit. Das ist das, was im Pali Samadhi genannt wird. Samadhi, wörtlich übersetzt, heißt zusammentun, zusammenfügen. Was? Vereinfacht gesprochen, Ich und Welt. Was soll das bedeuten? Wenn wir unser Leben, unsere Erlebenssituation analysieren, werden wir schnell merken, dass da immer so etwas wie eine Zweiheit da ist. Wir empfinden uns selbst, das nennen wir Ich, und wir empfinden einen zweiten Pol, das ist das, was um uns herum ist. Umwelt, Welt, Menschen, Dinge, Situation. Wenn immer wir normalerweise ein Erleben haben, ist immer diese Zweiheit da, diese Dualität. Ich hier und der Rest im sogenannten Raum. Und verbunden ist Ich und Umwelt durch eine emotionale Beziehung. Das eine will man haben und das andere will man nicht haben. Also Kräfte des Angezogenseins und Kräfte des Abgestoßenseins balancieren diese Dualität. Jetzt komme ich auf Samadhi, Zusammentun. Was wir normalerweise immer auch wollen, ist diese Dualität zu einer Einheit bringen. Aber wir merken es nicht. Und diese Einheit ist, dass wir uns die Dinge aneignen. Da ist etwas, wozu ich Begehren habe, also versuche ich die Einheit herzustellen, indem ich es nehme, genieße, mir aneigne. Dann entsteht Einheit. Ah, das ist dieses Erlebnis. Ja, diese Befriedigungssituation. Das ist eine Situation von Samadhi, von Einheit, weil die Trennung, die vorher war, von den Objekten und mir im Befriedigungsakt aufgehoben sind. Dazu gehören alle Sinneskontakte, alle Sinnesfähigkeiten, die bewirken das. Das ist Samadhi. Und nichts anderes machen wir den ganzen Tag. Dummerweise ist das eine Form von Samadhi, die nicht funktioniert. Weil diese Trennung immer wieder neu entsteht. Die Dinge gehen immer wieder weg. Oder vieles von dem, was ich brauchen möchte, kriege ich gar nicht.
Und das ist, was der Erwachte Mitja Samadhi nennt, der falsche Weg, zu dieser Einheit zurückzukommen. Und logischerweise lehrt er Sama Samadhi, die rechte Art und Weise der Beziehung, der Einswerdung, der Wiedereinschmelzung von Dualität. Und wie passiert das? Oder wie ist das möglich? Eben nicht dadurch, dass wir versuchen, uns die äußere Welt sozusagen anzueignen, ja, über Ergreifensakte Subjekt und Objekt zusammenzubringen, sondern Samadhi besteht darin, dass man dieses Spannungsverhältnis, das zwischen den beiden Polen besteht, in Mögen und Nichtmögen auflöst. Wo wir unser Wohl suchen, das ist der entscheidende Punkt, ist draußen in der Welt. Und es kann nie endgültig funktionieren, weil uns die Welt nie das gewährt, was wir brauchen. Oder nicht so, wie wir es brauchen, weil alle Dinge irgendwann wieder einmal verloren gehen, kaputt gehen, verschwinden. Das heißt, dieser Samadhi mühsam angeeignet, zerbricht immer wieder. Und dieser Samadhi, diese Einheit, ja, dieses Entstehen von Einheit ist letztendlich nur möglich, wenn man die Beziehung von Mögen und Nichtmögen aufhört, beendet, überwindet. So, jetzt sind wir mit dem Kopf schon unter Wasser vermutlich. Ja, beim Abkühlen schon schnappen wir jetzt nach Luft und gucken, wo ist das Ufer zurück. Ja, weil das nicht unser Stand ist im Moment. Ja, und trotzdem sind die vorbereitenden Übungen, über die ich gesprochen habe, Dana, Sila, Sagga, nichts anderes als der Weg zu diesem Samadhi hin. Weil allein durch das ethische Verhalten, ja, dieser Alltagsbezug zu der Welt verändert wird, in Richtung auf heilsames Handeln, in Richtung auf einen Samasamadhi. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Ich will das abschließen, weil das der kompliziertere Teil ist, oder der Teil ist, der uns am wenigsten sozusagen aus eigener Erfahrung nahesteht. Ich will nur sagen, dass es auch in der buddhistischen Meditation, und das ist das Arbeitsfeld, worum es hier im Moment geht, es verschiedene Formen von Samadhi gibt, also von Einheitserfahrung. Die wichtigste, die der Buddha nennt, sind die sogenannten Jhanas, meistens übersetzt mit Versenkung, Vertiefung, Schauung. Und das ist ein riesen qualitativer Sprung zu unserer Lebenserfahrung, weil in diesen sogenannten Jhanas eine Sinneswahrnehmung nicht mehr stattfindet. Das bedeutet höchste Wachheit, aber ohne Sehen, ohne Hören, ohne Riechen, ohne Schmecken, ohne Tasten und ab einer bestimmten Stufe ohne Denken. So, nochmal. Völlige Klarheit, völlige Wachheit, aber ohne Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Denken. So, jetzt kommt ihr. Und das bedeutet aber nicht schwarzes Loch, tot, aus, ja, mausetot, irgendwie, verloren, Abgrund, sondern da sagt der Erwachte, da fängt Leben an. Da fängt Wohl an. Das, was wir erleben, hier mal nach was Schönem greifen, dort mal was Schönes erhaschen, sozusagen uns aneignen, da eine Sinnesfreude, da ein Lustgefühl, na, das ist Dreck. Er sagt es noch anders, ich bin vorsichtig, ich sage nur Dreck dazu. Das soll man lassen, diese Form, weil man da nie wirklich auf den grünen Zweig kommt. Wo Leben anfängt, sind diese Samadhi-Zustände, die als sehr, sehr hohes und tiefes und unvorstellbares inneres Wohlgefühl, Wohlempfinden oder Wohl beschrieben werden. Das zweite nenne ich nur, dass das Stichwort mal gehört ist, das sind die Strahlungen, die Brahma-Viharas. Vielleicht habt ihr das gehört schon mal. Das ist ein Zustand, in dem der Mensch sozusagen völlig, Meditierende, völlig aufgeht in den inneren Qualitäten von Güte, Liebe, Mitempfinden, Freude und Gleichmut. Zwei Formen nur, aber auch Formen, in denen
Ja, das normale Weltempfinden, die normale Welterfahrung transzendiert werden. Das ist die vierte, ich betone, hinführende Lehre des Buddha. Wir sind noch nicht bei dem Buddhistischen angekommen. Wir sind auf dem Weg dahin. Und vielleicht ist euch klar, solange diese Stufen nicht irgendwie durchlebt sind oder wenigstens geistig nachempfunden sind, man kann nicht alles erleben, aber man kann vieles geistig nachempfinden. Solange wir das nicht getan haben, haben wir unseren Geist, unser Herz nicht fit gemacht, um die eigentlichen Wahrheiten des Buddha wirklich zu verstehen. Nämlich da, wo es um Nirvana, um das Verlöschen, um das Transzendieren von Existenz überhaupt geht. So, das war's erstmal. Aber das war's insofern noch nicht, als wir die Möglichkeit haben, darüber noch zu reden, Fragen zu stellen und im Übrigen die nächsten 10 Jahren die Dinge nachzugehen. Es muss nicht heute alles abschließend geklärt sein. Ich habe das nochmal deutlich gemacht, um auch darauf hinzuweisen, dass man die buddhistischen Lehren nicht so leicht nimmt. Ja? Wie das Weltmeer, wenn man da am Strand steht, sieht das alles schön aus, plätschert, ja, ist doch schön. Aber da hat man noch keine Ahnung von den wirklichen Tiefen des Ozeans. Und darum geht's, um die Tiefen des Ozeans. Und nicht so ein schönes Gefühl, ja, der Buddha war ein netter Mann, er hat viele schöne Dinge gesagt, sondern er hat wirklich auf den Grund des Ozeans geleuchtet und für uns macht es Sinn und es ist gut, da ein bisschen die Blickrichtung hinzuhaben und auch uns frei zu schwimmen und irgendwann auch in diesen Tiefen mal anzuhören. Gut, jetzt habt ihr das Wort erstmal. Oder wollt ihr erst eine Verschnaufpause? Das habe ich nicht geguckt, wer zuerst, aber du hattest am Anfang schon gezuckt mal, ja? Gezuckt? Du hast früh schon gezuckt, ja. Ein, der halt in letzter Zeit schon in den Nachrichten war und mit seiner Zivilcourage dann umgebracht wurde. Ja. Und solche Fälle, kann man dann sagen, in seinem nächsten Leben, sozusagen, hat er dann dieses Karma, was er dann weiterführt, weil er hat ja gut gehandelt und wurde dafür kam nicht zurück. Verstehe ich, das ist die Frage, die sich berechtigt stellt. Meine Aussage war, wer gut handelt, erlebt Gutes, wer schlecht handelt, erlebt Schlechtes. Da guckt jeder in seinem eigenen Umfeld und findet gleich ein Dutzend von Leuten, wo man sagt, das stimmt nicht. Ja. Das ist ein übler Zeitgenosse. Und ich sage immer, der hat das schönste Haus, das größte Auto und die schönste Frau. Wie kommt das? Ja, wie kommt das zustande? Kann das mit Karma nicht funktionieren? So, er wurde gesagt, die Karma-Zusammenhänge, Ursache und Wirkungen gelten immer. Das ist Grundprinzip. Aber da wir gerade als Menschen immer gemischt agieren, wir tun mal was Gutes, tun mal was Schlechtes, also wir senden unterschiedliche Signale in die Welt, Dunkles und Helles, dann bedeutet das, dass auch Dunkles und Helles zurückkommt. Aber nicht immer zeitnah und auch nicht immer in der Reihenfolge. Und so ist die Antwort des Erwachten, auch einem Schlechten geht es gut, bis seine schlechte Tat gereift. Und auch einem Guten geht es schlecht, bis seine gute Tat gereift. Und das ist diese Gemengelage, weil Ursache und Wirkung nicht immer direkt aufeinander folgen. Dann wüsste jeder, dass Karma existiert. Aber da diese Zusammenhänge sehr komplex sind, auch durch Zeitablauf sehr komplex sind, und sich überlagern, ja, und wechselseitig aufheben, verdichten, verstärken, abschwächen, ist es für unsere Augen, sozusagen unsere psychischen und moralischen Augen nicht erkennbar, wie Karma wirkt. Deshalb sagt der Buddha, Karma wirkt. Wir sehen das normalerweise nicht, aber die Gesetzmäßigkeit ist da. Und wir sind nicht in der Lage, die Verästelungen im Einzelnen zu verstehen und zu sehen, aber wir sind in der Lage, das Grundprinzip zu verstehen. Und das genügt, um sein eigenes Leben zu verändern. Und wer das als Hypothese einfach nur mal auf sich nimmt, ja, ab heute übe ich mich darin, wie das heißt, so und so zu handeln, der wird langfristig sehen, wo Helles gesät wird, wird Helles geerntet. Das ist eine geistige Gesetzmäßigkeit. Und der Rest, den du ansprichst, ist sozusagen Spezialfälle, ja, aus dem Lebens praktischen Zusammenhang.
War das dieselbe Frage? Nee. Nein? Gibt es noch eine Frage zu Karma? Erstaunlich. Ja, eigentlich zum dritten Punkt. Also, ja, gern. Geben ethisches Leben und Meditation, da habe ich für mich so Ansatzpunkte und Möglichkeiten, wo ich sehen kann, da kann ich irgendwie an mir üben, an mir arbeiten. Auch bei einem dritten Punkt fällt mir so ein bisschen schwer. Ich kann es jetzt annehmen. Es gibt Leben vor mir, es gibt Leben nach mir, ich werde wiedergeboren. Das finde ich jetzt nicht so schwierig anzunehmen. Aber was kann man da dann praktisch üben? Und das soll man nur mal oder kann man üben, dass man bei seinen Plänen, Anführungsstrichen, die man macht, eben nicht zeitlich begrenzt denkt. Also ich muss so und so viel sparen, damit ich mit 70 noch meine Miete zahlen kann. Ja? Ich muss zu meinem Nachbarn nett sein, damit der am Sonntag, wenn ich weg bin, meinen Hund ausführt. Das ist richtig gedacht, aber das ist zu kurz gedacht. Ja? Sondern die Idee ist, verhalte dich stets so, dass du auch langfristig das Ergebnis deines Handelns akzeptieren kannst. Denke nicht daran, dass mit dem Leben, ja, diesem Leben alles vorbei ist, sondern, ja, lege dein Leben langfristig an. Zumal unter der Perspektive, die ich ja genannt habe, dass die Übungen, mit denen wir uns beschäftigen, sehr weitreichende Übungen sind, die wir in diesem Leben gar nicht hinkriegen. Wenn du schon denkst, ja, wenn ich ins Grab sinke, ist alles aus. Warum soll man sich da noch Mühe geben? Ja? Da sagst du doch, gut, die paar Jahre kriege ich noch rum. Muss ich mal gucken, wie ich clever mich da durchmogle. Ja? Nur wenn du weißt, es geht immer, 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 immer weiter. Und es geht immer so weiter, wie du das in die Gänge setzt. Es kommt immer nur das zurück, was du bestellst. Ja? Dann kriegt dein Geist eine ganz andere Dimension, kriegt sozusagen eine Fernorientierung. Und wenn du dann noch weißt, es soll so etwas wie ein Nirvana geben, wie Verlöschen, wie Transzendierung von ja, Existenz, ja, dann ist doch dein Geist ganz anders gepolt. Ist nicht so eng, sondern er wird immer weiter, bis sozusagen die Unendlichkeit vor dem geistigen Auge steht. Und das, was der Buddha lehrt, ja, nicht in das tiefe Wasser springen, sondern wissen, der Ozean ist tief, und dann Schritt für Schritt für Schritt mit dem Wasser umgehen, bis man schwimmen kann. Ja? Jeder kann sich die Füße vertreten im Wasser, aber nicht jeder kann schwimmen. Und wenn einer schwimmen kann, kann er nicht tief tauchen. Das eine kommt nach dem anderen. Aber wenn ich nicht weiß, wie tief der Ozean ist, bleibe ich immer am Strand und denke, das ist es schon. Ja? Die Muscheln, die ich finde, das ist es, was es gibt in diesem Meer. Deshalb, je weiter unsere geistige Perspektive ist, umso klarer ist unsere Perspektive, wie wir unser Leben angehen, wie wir es anpacken. Bitte. Also drei Fragen dazu. Und zwar einmal kriege ich den Verdacht, dass man das vielleicht nicht immer so übersetzen kann, wie man sagt, ich habe jetzt einen abgemurkst und deswegen werde ich in meinem nächsten Leben auch ermordet. Also kriegst du den Verdacht, dass es nicht so eine klare Übersetzung gibt, ja? Dass nicht das Gleiche mit Gleichem vergolten wird, eventuell, das nur als Frage. Die zweite Frage dazu ist, was ist denn mit diesem Zeitfaktor? Also wir haben ja das Gefühl, dass Zeit vergeht. Und also ich habe so im Hinterkopf Texte, wo das eben nochmal also hinterfragt werden könnte, ob dem wirklich so ist. Ja? Also ob das dieses Empfinden, was sie haben, also wir sind jung und werden älter und sterben irgendwann und dann werden wir wiedergeboren, ob das überhaupt so ist oder ob das nur unsere Wahrnehmung entspricht. Und die dritte Frage ist, es ist nicht vielleicht auch möglich, dass, also wir empfinden uns getrennt voneinander, also ich bin hier, das ist der Knut, ja, aber es ist nicht auch möglich, dass das eben auch nur eine Illusion ist und dass das Karma viel komplexer ist. Und dass ich dann sozusagen karmisch verbunden bin mit den Menschen, die um mich herum sind. Also wenn ich Stress habe mit meinem Chef oder mit meinem Nachbarn oder eben auch mich oder so, ist das nicht auch Karma, was da sich ausdrückt. Drei tolle Fragen, ja. Punkt 1. Also richtig ist, dass Karma nicht eine 1-zu-1-Übersetzung ist. Ich habe jemand 10 Euro geklaut, also kriege ich übermorgen oder im nächsten Jahr auch 10 Euro geklaut. Das ist nicht der Fall. Richtig ist und wichtig ist, dass die Qualität dessen, was meine Handlung beinhaltet, die Qualität dessen in der Welt ist und zurückkommt. Ja?
Wie sich das im Einzelnen manifestiert, kann ganz unterschiedlich sein. Und ergänzend dazu, der Buddha gibt ein schönes Gleichnis, wie man sich das vorstellen kann. Er sagt, negativ zu handeln, negatives Karma anzuhäufen, ist wie Salz produzieren. Salz ist ungenießbar für unsere Zunge. Ja? Gutes Karma zu machen, ist wie Salz, nein, wie Wasser, Süßwasser produzieren. Und wir machen beides. Ja? Mal sauer, mal süßes Wasser. So, angenommen, ich hätte jetzt so einen Klumpen Salz produziert. Dann ist der in der Welt. Und das bedeutet, dieses Salz wird in mein Erleben kommen. Irgendwann, wie egal, es kommt zurück. So, nur sagt er, erwartet es einen Unterschied, ob dieser Klumpen Salz mir präsentiert wird in einem Topf, in einer Tasse. Ja, dann ist nur Salz ungenießbar. Oder ob dasselbe Salz, ja, in mein schwimmt. Kriege ich es gar nicht mit. Ja? So, das bedeutet praktisch, ich habe einen Klumpen Salz produziert, brauche aber keine Angst zu haben, um wie Himmels Willen, was passiert mir, wenn ich lange genug Süßwasser nachproduziere, ist das Salz wie nicht da. Ja? Da nochmal, siehst du, es gibt keinen unmittelbaren Zusammenhang, sondern nur die Qualitäten kehren zurück. Aber wie stark sie zurückkehren, wann sie zurückkehren, hängt von vielen Faktoren ab. Also ich bin in der Lage, Karma sozusagen nachträglich zu korrigieren, relativieren, sozusagen wieder aus dem Geschehen herauszunehmen, genießbar zu machen, sag ich mal so. Dann springe ich mal zu dem letzten Punkt. Es ist gerade eine große Illusion zu glauben, ich sitze da, die Katja sitzt da, der Knut sitzt da. Das ist unsere Wahrnehmung. Das ist genau das, wovon ich vorhin sprach, die Empfindung von Dualität, von Getrenntheit. Ja? Was ist Samadhi? Das Zusammenfügen wieder, das zu eins machen. Und eine Form von Samadhi habe ich beschrieben als die Brahma-Viharas. Ja? Brahma-Viharas, die göttlichen Verweilungen, wird gesagt. Und da wird die Spitze so beschrieben, dass jemand, der das übt und der das kann, in jedem sich selbst erkennt. Tattvam Asi, haben die alten Inder gesagt, das bist du. Damit fängt es schon an. Wenn ich jetzt so rumgucke, mein Alltagsbewusstsein sagt, ich bin ich und ihr seid ihr. Dharma-Bewusstsein, das seid ihr alle nochmal. Ja? Ihr seid sozusagen mein Spiegel. Der eine repräsentiert mir das, der andere mir das. Und Samadhi ist auch eine Form, dies zu transzendieren, zu merken, dass das eins ist. Und warum ist es eins? Weil die Welt durch Wirken entsteht. Sie ist nicht objektiv irgendwie da, sondern sie ist durch Wirken geschaffen. Und Wirken hängt immer zusammen mit dem, der es gewirkt hat. Ja? Deshalb sind das nur Stränge. Da ist keine wirkliche Trennung, sondern wie bei so einem Bindfaden, gibt's ein Ende und ein anderes Ende, aber der Bindfaden ist eins, hat nur zwei Extremformen oder zwei Enden. Und so ist unsere Erlebenswirklichkeit wie ein Bindfaden. Sie hat zwei Enden. Das eine Ende nennen wir Ich und das andere nennen wir Welt. Aber im Grunde ist es eins. Nur unsere Verblendung lässt uns das nicht sehen. Unsere Verblendung sagt, ich bin ich und ihr seid ihr. Sag die zweite Frage nochmal. Mit der Zeit. Zeit, ja. Machen Sprung zur Meditation. Nochmal, Samadhi, übersteigen der sinnlichen Wahrnehmung. Was ist da? Keine Zeit mehr. Ja? Du kannst in diesem Zustand 1000 Jahre verbringen, kommst zurück und hast nicht das Gefühl, dass du 1000 Jahre in diesem Zustand warst, sondern zeitlos, keine Zeit findet statt. Warum? Weil auch Zeit keine objektive Gegebenheit ist. Zeit ist eine Form, in der wir erleben. Wenn wir Vielfalt erleben, und das tun wir, erleben wir Vielfalt doppelt. Einmal im Raum, das sind die vielen Dinge nebeneinander. Und Vielfalt erleben wir auch in der Zeit nacheinander. Aber im Grunde ist das nicht eine existenzielle, objektive Gegebenheit, sondern auch eine Form, in der wir wahrnehmen. Und wenn wir diesen Meditationszustand einmal haben, den der Buddha Sukkhuma Saccha Sanya nennt, feine Wahrheitswahrnehmung, merken wir erst aus der Rückkehr,
in welchem illusionären Umfeld wir uns befinden. Aber da wir dieses Umfeld nur kennen, meinen wir, das ist das Leben, und die Zeit gibt es, und Raum gibt es, und die Dinge gibt es. Ja? Abschließend nochmal, da bringst du mich auf diese Idee, diese vier hinführenden Lehren, die ich kurz dargestellt habe, ja? Von denen sagt der Buddha selbst, sie sind hilfreich, sie bringen uns voran, wenn wir sie akzeptieren als Hypothesen und unser Leben danach richten, bringen sie uns voran, aber sie sind noch mit Unwissen behaftet. Das ist immer noch Unwissen. Ja? Es ist eine feinere Form von Unwissen. Ja? Mehr Wahrheit, aber es ist immer noch beschränkt. Und das Beschränkte ist das, was der Buddha an sich lehrt, was wir eben nur dann begreifen kann, wenn man all die Alltagsbanalitäten unserer Welt sich so nach und nach beiseite räumt, wenn man eben in dieses Meer langsam hineingeht. Und da sind wir dabei, ein Gespür dafür zu kriegen, was man alles beiseite räumen muss, um einen so klaren Geist zu bekommen, um den Dharma wirklich zu verstehen in seiner ganzen Tiefe. Ich höre es natürlich sehr gerne, wenn der Buddha sagt, ne, es geht immer weiter, es geht immer weiter und immer weiter. Und bin auch fasziniert von der seiner Beschreibung, wie er sagen kann, in dem Leben war ich da und dort und habe das gegessen und das erlebt und sowas, den Namen gab. Also, was ja auf ein individuelles Erleben eigentlich hinweist, ne, dass da ein Individuum übrig geblieben ist, das diese Zustände erinnert. Mein eigenes Erleben ist bisher gewesen, dass ich also das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Ich habe immer geglaubt, also ich muss diesen Ich-Anteil, also dieses Individuum, mit dem ich mich rumklage, langsam hergeben, bis nichts mehr übrig bleibt. Und könnte es sein, ja, dass das Bewusstsein noch irgendwie übrig bleibt und dann wieder in Erscheinung tritt in einer anderen Form, aber nicht unbedingt als ein Individuum, sondern dass das Bewusstsein ist, oder ähnliches wie das Bewusstsein wandert, dass das Individuum verloren geht. Ne? Das bereitet mir natürlich große Schwierigkeiten. Das ist für mich also ein schmerzlicher Gedanke. Gleichzeitig, das ist das, wo ich bisher mich gequält habe. Ne? Wie kommt man da zu einer Gewissheit, ne? Dass da, oder vielleicht, oder wie kriege ich einen Schmerzfuß, ne? In dem ich denke, halt, ne? Wo hört das auf? Die Angst, ne? Dass von dem, was ich erinnere, an diesem Leben, ne? Dass da schon alles verloren geht und vielleicht irgend so ein abstraktes, kosmisches Bewusstsein übrig bleibt. Nur hat mit mir nichts mehr zu tun. Ich sagte vorhin, dass das Prinzip der Belehrung des Buddha ist, den Geist immer weiter zu öffnen. Ja? Mit einfachen Dingen dana ist ein relativ einfaches Prinzip, das man relativ leicht verstehen kann. Und davon immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das, was wir beschrieben haben mit der Rückerinnerung, ist das schon mal eine Öffnung einer ganz neuen Dimension, nämlich das sogenannte individuelle Leben nicht beginnen zu lassen, mit der Zeugung oder mit der sogenannten Geburt und nicht enden zu lassen mit dem sogenannten Tod, sondern den Geist so zu erweitern, indem er sieht, ich in Anführungsstriche habe eine anfanglose Vorgeschichte und eine nicht endende weitere Geschichte, wenn ich nicht selbst Schluss mache. Aber damit ist die Erweiterung von Bewusstheit ja noch nicht zu Ende. Das nächste, was der Buddha dann beschreibt, ist, wie er den Blick von sich wegnimmt, seine eigene Vergangenheit und auf die anderen Wesen schaut. Und man taucht sozusagen Welt mit auf in seiner Betrachtung. Man sagt, Menschen, Wesen durcheilen, durchirren den Samsara. Da hat er also ich im Auge, die anderen im Auge. Er schaut nach hinten, was Zeit angeht, und er schaut nach vorne, was Zeit angeht. Also nochmal eine Riesenerweiterung von Bewusstheit. Und dann kommt erst die Buddha-Erwachung. Was bisher beschrieben ist, ist den Traum, den Lebenstraum immer größer zu machen, immer mehr zu durchdringen, welche Dimension der Lebens,
Räume haben, welche Dimension unser Lebenstraum hat. Und erst danach wird der Buddha zu einem Buddha, indem er merkt, dass das alles nur ein Traum ist. Ein Lebenstraum, in dem wir empfinden Ich und Welt. Der Buddha heißt ja der Erwachte. Der aus dem Traum erwacht ist, das sei etwas. Er ist aus dem Traum erwacht, das sei eine Welt und das sei ein Ich und das Ich könnte in dieser Welt irgendwas an Glück erfahren. Wenn du in der Lage wärst, wie der Erwachte, 91 Weltzeitalter seiner eigenen Vergangenheit zu überblicken und dich dann wieder in diesem Gewusel siehst, wo du jetzt gerade bist, spätestens dann fragst du dich so, was soll denn das Ganze? Und wenn du bei den anderen siehst, es funktioniert genauso. Sie kommen und gehen, suchen Glück, finden mal ein bisschen, haben Ärger, Zahn, sterben, werden dort wiedergeboren, selbe nochmal von vorne in irgendeiner neuen Variante. Kein Anfang und kein Ende. Dann fragst du doch, was soll ich damit? Wo ist da wirklich etwas Greifbares? Wo ist Frieden? Wo ist Sicherheit? Was soll dieses ganze Gewirr? Und wenn du dann den letzten Sprung schaffst und merkst, das ist ja ein Wahngebilde, in dem ich die ganze Zeit bin, ein gigantisches Wahngebilde, ja, aber trotzdem nur ein Wahngebilde, geschaffen durch die inneren Triebkräfte von Begehren und Hassen. Wenn du das durchschaust, dann fällt das ab von dir, was dir Sorgen macht. Und du dann sagst, dieses Ich, an dem ich hänge, das ist die größte Belastung der Welt. Denn wo Ich ist, ist Ich Gefährdung und Ärger für das Ich und Schmerz für das Ich. Und wo Ich nicht ist, sind alle Probleme sozusagen gelöst. Ja, um das nur mal in Stichworten zu nennen. Aber um das zu begreifen, das ist übrigens ja etwas, womit wir uns das nächste Mal noch beschäftigen. Wir sind ja nicht am Ende, wir sind ja in vorbereitenden Dingen noch mehr drin. Wenn man das Gespür hat, wo geistige Entwicklung hingeht, dann hat man auch ein Gespür dafür, wo man gerade ist, in welcher Klasse man gerade agiert, wo man gerade sozusagen seine Gehversuche macht. Und dann wird man auch ein bisschen geduldig. Also, okay, ich übe mich erstmal ein bisschen in Dana, dann begreife ich was von der Welt schon. Wir wollen, ohne dass wir diese vier Übungen, die Samadhi-Übungen sind ja sehr, sehr tiefe spirituelle Übungen. Ohne dass wir die kennen und können und durchdrungen haben, wollen wir aus diesem Daseinskreislauf heraus, wollen wir erwachen. Das ist ein Unding. Das geht nicht. Wir wollen in die Tiefe des Ozeans und können nicht mal schwimmen. Und wenn wir ein bisschen Wasser an unsere Füße kriegen, kriegen wir so kurz Herzflattern, weil wir das gar nicht vertragen. Das müssen wir sehen, wir müssen unseren Status sehen, wo sind wir und wo können wir hinwachsen. Ich habe eine Frage. Wenn der Buddha sagt, durch Wirken wird die Welt, am Wirken hängen alle Wesen. Bezieht sich das Wort Wesen auf uns Menschen oder bezieht sich das, sagen wir, auf das Himmelswesen, auf Tiere oder was ist mit dem Wort Wesen gemeint? Ganz richtig, was du zu zweit gesagt hast. Wesen sind Satta, Wesen. Und Wesen können sein Menschen, untermenschliche Wesen, übermenschliche Wesen, Devas, himmlische Wesen, Tiere, alles Wesen. Also das, was in unserer normalen Wahrnehmung als Lebewesen auftaucht. Ja, aber wir können doch unter uns Menschen versuchen, die Welt zu verbessern. Wir können doch nicht, sagen wir, in die Welt der Tiere oder in die Welt der Engel einen Einfluss annehmen. Das brauchen wir nicht. Es geht nur darum festzustellen, dass sowohl eine Gottheit als auch ein Mensch als auch ein Regenwurm durch Wirken in diesen Zustand gekommen ist. Wenn man weiß, dass dieser Zusammenhang besteht zwischen Tun und Erleben, dann ist doch klar, dass sich jeder überlegt, ich werde nicht so handeln, dass ich irgendwann mal ein Regenwurm bin. Sondern ich werde tunlichst so handeln, dass ich mindestens Mensch bleibe. Das ist schon schwer genug. Und wenn es gelingt, werde ich so handeln, dass ich irgendwann mal eine Gottheit bin, die diese Qualitäten hat, die ich vorhin im Zusammenhang mit Samadhi beschrieben habe. Höhere Gottheiten haben diese Qualität. Dass sie die Trennung von Ich und Welt nicht mehr erleben, sondern dass sie eins
sind mit der Welt sozusagen, dass sie Welt in der Wahrnehmung transzendiert haben. Das ist damit gemeint, was du tust, hat Wirkungen, also handle so, dass die Wirkungen akzeptabel sind für dich. Aber für mich ist da irgendwie eine Wertung mit drin, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich ein Tier würde, dann wäre ich schlechter dran als wenn ich ein Mensch wäre. Also bist du definitiv, ja? Zum Beispiel dein Wien ist vielleicht qualitativ. Ja, man muss das Ganze sehen. Man muss das Ganze sehen. Warum? Der Erwachte sagt, ich kenne kein Gefängnis, das so groß ist wie das Gefängnis der Tierheit. Ja? Keine Gefangenschaft kommt an die Gefangenschaft der Tiere heran. Warum? Ein Delfin kann ein nettes, gutes Wesen sein. Es kann die Gedanken, die wir fassen, nie fassen. Das heißt, es bleibt Delfin. Oder wird dann mal Hai oder irgendwas, ja, wo keine geistige Klarheit ist, wo keine Sicht ist über das eigene Leben hinaus, bist du beschränkt. Und ein wesentliches Merkmal der Tiere ist ihr beschränkter Geist. Sie blicken nicht über das hinaus, was heißt, fressen, schlafen, sich verpflanzen. Das ist die Welt des Tieres. Und wer da drin ist, keine geistigen Fähigkeiten hat, kommt da nicht raus. Deshalb mag ja im Moment unser Dackel zu Hause ja, ein besseres Leben haben als wir. Er braucht nicht zu arbeiten, kriegt dauernd was zu essen, kriegt dauernd seinen Knochen, wird ausgeführt, kommt zum Tierarzt und hat ein wunderschönes Leben, während wir mal lochen müssen. Aber der Dackel wird, weiß ich, unendlich Dackel bleiben oder irgendwas Entsprechendes. Er wird so schnell nicht aus diesem Kreis herauskommen. Hat er denn die Chance rauszukommen? Hat er, ja. Es dauert. Daher, keine Gefangenschaft ist so und kein Gefängnis ist so wie dieses Gefängnis der Tierheit. Aber jedes Gefängnis geht mal auf. Ja? Fußnote, das hängt damit zusammen, dass der Dackel nicht hundertprozentig Dackel ist. Er hat ja auch eine anfanglose Vorgeschichte wie alle Wesen auch. Und in diesem Dackelsein sind auch Impulse von anderen Formen des Erlebens. Und wenn die irgendwann manifest werden, kommt er aus seinem Dackelsein heraus. Aber wer so richtig Dackel ist, ja, ich möchte es keinem wirklich gönnen. Nur da hinten war eine. Ja, obwohl. Also wenn du einen Pudel hast, gilt es auch. Wenn du einen Pudel hast, ist es dasselbe. Nein, ich habe kein Tier. Nein. Ich merke nur, dass ich da irgendwie auch nicht einverstanden bin. Dass ich, also zum einen denkst du, es ist eine Vermessenheit. Ich kann gar nicht wissen, wie das Bewusstsein von Tieren ist. Also ob das wirklich stimmt, ne? Dass die oder sie sagen, dass nicht übers Fressen und so weiter rausgeht oder das eine. Und ja, also ja, also du könntest nicht wissen nach meiner Meinung und ich kann es auch nicht unbedingt so unattraktiv finden. Also Es gab mein Bewusstsein für mich. Ich finde es auch ein bisschen arrogant eigentlich zu sagen, dass das Tier so ist oder so denkt, weil eigentlich wir uns ja nicht in ein Tier so reinversetzen können, um zu sagen, was geht in diesem Tier vor. Also bis vielleicht das Tier nicht weiß, dass es spielt oder diese Bewusstsein, aber vielleicht eine andere Art von Bewusstsein, die wir gar nicht das Potenzial haben oder dass wir das überhaupt miterleben können oder nachempfinden können. Ich verstehe. Was passiert hier? Hier soll passieren. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Aber wir bemühen uns drum, ich bemühe mich drum, die Lehren des Buddha vorzutragen. So. Was von mir kommt, das sind die Fehler. Was sozusagen das Echte dran ist, das, was der Buddha lehrt. Und der Buddha sagt, eine Qualität von geistiger Entwicklung ist das, was im Christlichen die Herzenskunde genannt wird. Ja? Mit dem eigenen Geist unmittelbar die geistige Qualität anderer Menschen erkennen. Was wir erkennen, ist mit unserem fleischlichen Auge diesen fleischlichen Körper. Ich habe ein Bild von euch. Ja? Mein Auge liefert mir Bilder von euch. Aber mein Geist liefert mir keine direkten Bilder, wie es im Moment in euch aussieht.
allenfalls über Minen, ja, über eine sich freut, lächelt oder irgendwie verärgert guckt oder zweifelnd guckt, so kann ich indirekt sehen, was in euch vorgeht. Der Buddha sagt aber, in einer bestimmten Entwicklungsstufe des Geistes ist es genauso möglich, in das Herz der anderen Menschen zu schauen, wie es für uns möglich ist, die anderen Menschen mit den Augen zu sehen. Und aus dieser Perspektive sagt der Buddha nicht ich. Der Buddha sagt, ich kenne keine Gefangenschaft wie die Gefangenschaft des Tieres. Deshalb gebe ich ihn wieder. Und ich sage, meine lange Beschäftigung mit dem Buddha hat mir so viel Vertrauen eingeflößt, dass ich im Zweifel ihm glaube und nicht dem gesunden Menschenverstand. Ich sagte so, damit kann ich das nicht beweisen. Ich kann vieles hier nicht beweisen, weil ich vieles und das meiste von dem, worüber ich lese und lehre, nicht authentisch erfahren habe. Sondern ich gebe die Lehren des Buddha wieder. Und soweit ich sie in meinem Leben habe wiedererkennen können, umso mehr ist mein Vertrauen in ihn gewachsen. Und ich glaube heute Dinge, ich halte heute Dinge für selbstverständlich, die ich vor ein paar Jahren für absurd gehalten hätte. Ja? Also deshalb gilt für mich, ein authentisches Wort des Buddha hat hohe Qualität. Lass uns doch gucken, ob es stimmt. Ja? Also ich gebe da relativ viel an Vorschusslorbeeren, sage ich mal, in diese Richtung. Ja? Wenn es anfängt, dass wir selbst spekulieren, wie könnte es sein? Ja, es geht eigentlich. Sie glauben das jetzt. Also man muss das glauben. Diesen Standpunkt muss man glauben. Nee, den muss man gar nicht glauben. Ja, doch, man muss glauben. Nein, man muss dass nicht. Dass man wiedergeboren wird, das muss man auch glauben. Nein, man muss überhaupt nicht. Nichts. Nee. Man muss nicht glauben. Ich muss dem Wort Buddhas irgendwo vertrauen und glauben. Das ist ein Unterschied. Glauben heißt, etwas für wahrnehmen, was man nicht wissen kann. Vertrauen heißt, etwas akzeptieren, sozusagen als Hypothese annehmen, bis man es selbst weiß. Ich kann keinem Physiker nachweisen, ob er seine Theorien über Materie oder weiß der Teufel was, ob das stimmt. Und wenn es ein guter Physiker ist, habe ich Vertrauen, dass das, was er untersucht hat, dass das stimmt. Und so ist es bei dem Buddha auch. Ich habe Vertrauen darin, dass das, was er sagt, richtig ist. Und ob es eine Wiedergeburt gibt oder nicht, ja, spätestens in 20 Jahren weiß ich es, vielleicht weiß ich es morgen schon. Ja? Also das ist jetzt für mich nicht die wirklich spannende Frage, wann kann ich was beweisen? Nur soweit ich das bisher nachvollzogen habe, was er lehrt, und ich versuche das seit 30 Jahren jetzt, ist mir manches völlig evident geworden, was mir vor Jahren ein Geheimnis war. Und deshalb bin ich da auch völlig zuversichtlich. Je weiter ich den Weg gehe, umso mehr werde ich die Dinge einfach sehen. Und ansonsten nehme ich das mit Offenheit hin. Das ist sein Rat. Ja? Er sagte speziell bei Karma. Man kann Karma ablehnen. Aber dann ist man nicht offen, dass es Karma doch geben könnte. Ja? Wenn man Karma wenigstens als Hypothese akzeptiert, ist man auf der sicheren Seite. Ja? Wenn man es nicht akzeptiert, hat man schon verloren, ne? Weil man sich einer Möglichkeit beraubt. Aber wenn man sich die Offenheit behält, bis man es selbst weiß, das ist doch eine vernünftige Haltung, glaube ich. So, jetzt du dann. Was würde denn passieren, oder was ist vielleicht auch passiert, wenn ein Mensch Tiefenerfahrungen macht, für die er noch nicht reif ist? Das heißt, die Gefährdung. Eine Möglichkeit ist, dass er sie gar nicht wahrnimmt. Mhm. Ja? Da, was da ist. Ob da was ist oder gar nicht, das geht ja oft so schnell und so blitzartig und so kurz, dass der Geist nicht achtsam genug ist, das mitzukriegen. Und das andere ist, dass, ja, man merkt, da bin ich nicht zu Hause. Mhm. Ja? Man merkt, das ist nicht mein Ding. Ich habe das einmal erlebt, und das, bis heute ist das für mich ein Paradoxon geblieben, aber ich habe es einmal erlebt in einer Situation, dass ich in mir eine Art von Freude erfahren habe, sozusagen aus heiterem Himmel, die ich nie zuvor erfahren hatte. Und das Witzige dabei ist, ich habe gedacht, das soll nicht mehr werden, ich halte das nicht aus. Ja? Das habe ich von meinem Geist nie verstanden. Ja? Jeder will Freude haben, jeder will glücklich sein.
Und dieses kommt in mir hoch und ich sage, um Himmels Willen, hör auf. Ich kann das die Freude nicht ertragen. So, das ist ein Beispiel. Und andere Möglichkeiten der Erfahrung sind in der Meditation, dass man Lichterfahrung hat. Also jeder Samadhi-Zustand, von dem ich sprach, ist auch ein Zustand innerer Hellung. Lichterfahrung taucht auf. Wir alle kennen Licht. Aber im Vergleich zu dem, was da auftauchen kann, sind es Funzeln. Ja? Es kann Licht geben, das man nicht erträgt, weil es so hell ist. Das heißt, es gibt Erfahrungsdimensionen, wo man merkt, da bin ich nicht. Da, um Himmels Willen, was passiert da? Der Geist ist nicht vorbereitet. Ja? Und selbst der Buddha, als er ein Erwachter war, hat Wochen gebraucht, ja? Bis er dieses gesamte Transzendieren seines Bewusstseins verarbeitet hat, dass er wirklich da zu Hause war, sich in sich selbst sozusagen auskannte und das dann auch lehren konnte. Deshalb nochmal auch der Hinweis, das Meer ist tief. Nicht mit dem Kopf gleich reinspringen, sondern gucken, dass man abgekühlt ist. Sonst gibt es einen Herzschlag. Ja? Langsam. Erst den Brust, wie sagt man, Seepferdchen machen, dann Freischwimmer machen, dann Fadenschwimmer und was kommt danach und irgendwann, dann kann man da tief. Und das ist, was wir oft nicht akzeptieren. Wir wollen gleich mitten rein, gleich ans Ende sozusagen. Ich will alles und sofort und jetzt. Ja? Und deshalb nach und nach. Jetzt war was du und dann du. Ich habe eine Frage, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es richtig formulieren kann, diese Frage, die ich habe. Also geht auch um dieses Thema Wiedergeburt und dieses Vertrauen haben in dieses oder in Buddha zu haben und ihn da zu glauben. Und das ist für mich dann ähnlich wie. Man kann ja auch einen christlichen Himmel glauben und eine christliche Hölle oder an irgendeinen Sektenführer, der mir jetzt irgendwas erzählt und dafür könnte ich mich auch öffnen. Also ich wüsste jetzt gar nicht, warum ich sagen sollte, weil ich das ist etwas, was mir was bringt. Ich meine, der Gedanke ist schön, also ich finde ihn attraktiv, den Gedanken, dass man vielleicht noch mehr Leben hat und nicht alles in diesem einen Leben erreichen muss. Aber ich wüsste nicht, warum ich jetzt gerade das glauben sollte und nicht dann noch was anderes. Die Frage habe ich eigentlich beantwortet. Insofern, ich sagte, diese vier vorbereitenden Lehren sind Lehren, die du fast überall findest. Ja? Über Dana sprechen alle Religionen. Über den Zusammenhang Saat und Ernte sprechen alle Religionen. Vom Himmel, Hölle, also diesseits, jenseits, sprechen alle Religionen. Von mystischer Erfahrung, von Versenkung, Vertiefung, innere Schau sprechen manche Religionen. Ja? Aber das ist Vorfeld. Das ist nicht entscheidend. Da ist es gleich, relativ gleich, ob man Muslim ist, ob man Sufi ist, ob man Hindu ist, ob man Buddhist ist. Auf dieser Ebene sind die Unterschiede nicht gravierend. Die Unterschiede werden gravierend, wenn der Buddha seine Buddha-Lehre lehrt. Also was danach kommt. Das, was wir heute besprechen, ist der Versuch, unsere geistige Verengung lockerer zu machen. Ich sagte, das sind Lehren, die hilfreich sind für uns, aber noch wahnbehaftet, das ist noch nicht die Wahrheit. Das ist Annäherung an Wahrheit. Aber diese Annäherung ist notwendig, weil wir den Sprung ins Helle nicht mit einem Mal schaffen. Wir müssen uns an das, unser Auge muss sich ans Helle gewöhnen. Ja? Sonst werden wir blind, sonst sehen wir gar nichts. Und Glauben, ich meine, das ist immer eine Frage, welche Weltanschauung ist hilfreich? Welche fördert mich? Welche bringt mich voran? Wenn mich eine Weltanschauung oder eine Theorie oder etwas blockiert, ja, dann blockiert sie mich, dann lasse ich sie sein. Oder stelle sie zurück, bis mein Geist an diesem Punkt klarer geworden ist. Reicht das? Nicht wirklich, aber... Ich glaube, das ist auch ein zu großes Thema. Das ist ein großes Thema, aber es sollte nicht offen bleiben, wenn man noch was dazu sagen kann. Kannst du noch mal nachschieben? Ja. Jetzt war was du und dann du. Ich habe eine Frage, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es richtig formulieren kann, diese Frage, die ich habe. Also es geht auch um dieses Thema Wiedergeburt. Und dieses Vertrauen haben in dieses oder in Buddha zu haben und ihm da zu glauben. Und das ist für mich dann ähnlich wie, man kann ja auch christlichen Himmel glauben und christliche Hölle oder an irgendeinen Sektenführer, der mir jetzt irgendwas erzählt und dafür könnte ich mich auch öffnen. Also ich wüsste jetzt gar nicht, warum ich sagen sollte,
weil das ist etwas, was mir was bringt. Weil der Gedanke ist schön, also ich finde ihn attraktiv, den Gedanken, dass man vielleicht noch mehr Leben hat und ja, in diesem einen Leben erreichen muss. Aber ich wüsste nicht, warum ich jetzt gerade das glauben soll und nicht dann noch was anderes. Die Frage habe ich eigentlich beantwortet. Insofern, ich sagte, diese vier vorbereitenden Lehren sind Lehren, die du fast überall findest. Ja? Über Dana sprechen alle Religionen. Über den Zusammenhang Saat und Ernte sprechen alle Religionen. Vom Himmel, Hölle, also diesseits, jenseits, sprechen alle Religionen. Von mystischer Erfahrung, von Versenkung, Vertiefung, innere Schau, sprechen manche Religionen. Ja? Aber das ist Vorfeld, das ist nicht entscheidend. Da ist es gleich, relativ gleich, ob man Muslim ist, ob man Sufi ist, ob man Hindu ist, ob man Buddhist ist. Auf dieser Ebene sind die Unterschiede nicht gravierend. Die Unterschiede werden gravierend, wenn der Buddha seine Buddha-Lehre lehrt. Also was danach kommt. Das, was wir heute besprechen, ist der Versuch, unsere geistige Verengung lockerer zu machen. Ich sagte, das sind Lehren, die hilfreich sind für uns, aber noch wahnbehaftet, das ist noch nicht die Wahrheit. Das ist Annäherung an Wahrheit. Aber diese Annäherung ist notwendig, weil wir den Sprung ins Helle nicht mit einem Mal schaffen. Wir müssen uns an das, unser Auge muss sich ans Helle gewöhnen. Ja? Sonst werden wir blind, sonst sehen wir gar nichts. Und Glauben, ich meine, das ist immer eine Frage, welche Weltanschauung ist hilfreich? Welche fördert mich? Welche bringt mich voran? Wenn mich eine Weltanschauung oder eine Theorie oder etwas blockiert, ja, dann blockiert sie mich, dann lasse ich sie sein. Oder stelle sie zurück, bis mein Geist an diesem Punkt klarer geworden ist. Reicht das? Nicht wirklich, aber ich glaube, das ist auch ein zu großes Thema. Das ist ein großes Thema, aber es sollte nicht offen bleiben, wenn man noch was dazu sagen kann. Kannst du nochmal nachschieben? Ja, ich meine, der Gedanke, dass nicht alles mit dem Tod vorbei ist, ist ein schöner Gedanke. Und man kann, also das ist einfach, sagen wir mal, etwas Nettes, aber man kann sich da Verschiedenes vorstellen. Und warum soll ich jetzt, was macht den Unterschied, ob ich das eine oder das andere glaube? Also das ist, warum sollte ich jetzt genau das annehmen? Entschuldige, aber das ist eine typisch europäische Antwort. Ja? Warum? Der Europäer glaubt, dem Tod ist alles vorbei. Und wenn der hört, es geht weiter, fängt er erstmal an zu jubeln. Ach, was ein Glück. Ja, kann ich doch noch das kriegen, was ich will. Ich krieg noch eine zweite Chance. Der Asiate, ich vereinfache jetzt, der Asiate sagt, um Himmels Willen, das Ganze nochmal. Und schon wieder. Wie oft noch die Steuererklärung? Ja? Wie oft noch heiraten und Kinder kriegen und geschieden werden und sterben. Deshalb sagt der Buddha, guckt euch an, wie lang diese Chose dauert. Wenn ich mit diesen 80 Jahren rechne, ist es egal, welche Weltanschauung ich habe. Ist wurscht. Wenn ich aber die Dimension habe, anfanglos und endlos, dann merke ich doch, dass die Qualität des Lebens, wenn sie denn Unvollkommenheit beinhaltet, endlose Unvollkommenheit ist. So, wenn ich das vor Auge habe, dann frage ich mich doch, wie geht's raus? Dann bin ich doch so geistig wach. Dann will ich doch wissen, wo ist die Lösung? Wo ist das Ende? Wenn ich nur denke, ja, in diesem Leben habe ich es nicht gekriegt, vielleicht kriege ich es im nächsten Leben. In diesem Leben habe ich das und das nicht erreicht, ich habe ja noch eine Chance. Wenn man so denkt, ist das eine Begrenzung. Und deshalb sagt der Buddha immer, sieh weit, sieh das Ganze, nicht immer nur kleine Abschnitte, sieh alles. Und Buddha sein heißt alles sehen und er hat alles gelehrt und wir haben jetzt Vertrauen, es nachzuvollziehen oder zu sagen, ach, lassen reden. Gibt's auch, das ist die Haltung der meisten, lassen reden. Wenn sie ihn überhaupt und seine Lehre überhaupt kennenlernen. Ja, ich wollte nur noch kurz auf das zurückkommen mit den Tieren und dann auch noch mit der Wiedergeburt eigentlich an der Punkt, wo wir sind, ja
ich da entfernt von irgendwelchen Erleuchtungen oder was auch immer, ist überhaupt nicht wichtig, ob jetzt wieder Geburt gibt oder nicht. Ich mache mir gar keine Gedanken darüber, glaube ich daran oder nicht. Weil im Grunde genommen sind ja diese vier, hinführende Lehren, sind ja so oder so hilfreich. Also die sind für uns selber, wenn wir das üben oder sogar folgen wollen, das ist für andere. Und ich finde es fast ein bisschen schade, wenn der Hauptmotor der ist, dass man diese Übung praktiziert, um möglichst in ein besseres Leben wiedergeboren zu werden. Also ich finde das fast schade. Ja. Das ist wie bei der Kindererziehung, wenn ich ein Kind habe, freue ich mich doch viel mehr, wenn das Kind irgendwas Gutes tut, wenn es einfach tut, weil es richtig findet und nicht weiß, was für ein Lutscher kriegt. Ich sage den Geist immer mehr weiten. Und da hast du jetzt ein gutes Beispiel dafür gegeben. Viele sagen auch Karma, gut, dass ich das weiß. Ja? Das ist so buchhalterisches Karma. Ja, heute 7 gute Taten getan, wunderschön, dann werden irgendwann auch 7 gute Ergebnisse einkommen. Ist wunderbar, besser als schlechte Dinge tun. Ja? Aber trotzdem ist das eine Buchhaltermentalität, weil immer noch ich will etwas von der Welt zurück. Das ist geben, ja, aber das ist geben, um zu bekommen. Ist besser als gar nichts, aber noch begrenzt. Und auch das loslassen. Das ist immer derselbe Punkt. Etwas Hilfreiches tun, wenn es nicht mehr hilfreich ist, loslassen und weitergehen. Und von daher war der Abend, denke ich, für uns auch so ein bisschen was wie ein Gradmesser. Wo fühle ich mich, ja, zu Hause? Wo ist etwas, wo ich sage, ja, das ist jetzt für mich der Bereich, wo ich üben kann? Und keiner wird denken, oder keiner wird, denke ich mal, sagen, okay, jetzt weiß ich endlich, was Samadhi ist, jetzt nach Hause und sofort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sondern da haben wir allenfalls gehört, ach ja, ach guck mal, sowas soll es geben. Aber was wir alle nachvollziehen können, was wir alle verstehen können, ist das Prinzip ethischen Verhaltens. Da haben wir jeden Tag genug zu tun, uns so zu verhalten, dass wir niemand anderem schädigen und allen Wesen, die uns begegnen, Gutes zu tun. Lass das Schlechte, sagt der Buddha, und tu das Gute. Das ist doch ein Feld, wo ihr die nächsten 30, 40, 50 Jahre euch ausagieren könnt, ohne Ende. Und ich sage voraus, wenn ihr da zu Hause seid, wirklich zu Hause seid, dann wird euch klar, was Himmel ist. Weil dadurch Himmel entsteht, das ist die Folge davon. Und da werdet ihr nicht mehr diskutieren, was Himmel und Hölle ist. Und wenn ihr dann noch erkennt, dass selbst das gute Tun seine Begrenzung hat, dann werdet ihr ein Gespür dafür kriegen, was es heißt, Samadhi zu haben, über den ganzen Wust der Vielfalt hinauszuwachsen. Und dann werdet ihr auch merken, irgendwann, dass auch dieses Einheitserlebnis immer noch etwas Bedingtes ist, etwas entstanden ist und wieder vergehen muss, und dass es den nächsten Schritt gibt. Wird vermutlich einen Moment dauern, aber das ist egal. Der Buddha sagt ja, das ist der Weg. Jeder ist an einem anderen Punkt des Weges, jeder hat seine persönlichen Hindernisse und seine persönlichen Befähigungen, und jeder muss diesen Weg gehen. Das ist im Grunde alles. Der Buddha zeigt den Weg, dass man eine Vorstellung macht. Und dann überlegen wir, wo sind wir und wo geht es für uns weiter. Ich habe immer eine Frage, das ist mir auch eine Sache, also diese ganzen Vorbedingungen, dass man eben auch hilfreich, wenn es uns jetzt sehen kann, auch bestimmt nicht. Ich habe eben auch achten, dass ich bestimmt alle Sachen eben, das tatsächlich nicht. Und auch jetzt auch eher zuhören kann, ohne abzuschreien. Und auch behalten kann. Das sind wir auch eben dafür auf Vormittag. Völlig richtig. Um auf Ethik nochmal zurückzukommen, das spielt da an. Ethisches Verhalten hat nicht nur den Sinn, sein Leben harmonisch zu gestalten. Das ja. Aber es hat auch den Sinn, den eigenen Geist stiller und klarer zu machen. Wenn ich immer nur Stress habe, immer nur Konflikte habe, würde ich nicht mal 5 Minuten meditieren können. Geschweige denn in tiefere Stadien der Meditation kommen. Deshalb, schon deshalb, ist ethisches, einwandfreies, moralisches Verhalten eine Grundlage buddhistischer Spiritualität, weil nur darauf
Geistesschulung im engeren Sinne, sprich Meditation, möglich ist. Und das ist auch ein positiver Effekt von Zielern. Man merkt, wie in diesem Verhalten nicht nur die äußeren Bedingungen sich klären, sondern damit die inneren Bedingungen entstehen, achtsam zu sein, wach zu sein, sich konzentrieren zu können, vertiefen zu können. Das ist auch ein Punkt, der zeigt, eins geht aus dem anderen hervor. Keine Erfahrung ist unbedingt, sondern jede Erfahrung hat eine ganze Menge von Bedingungen, die da sein müssen, damit das möglich ist. Okay, durchatmen, Luft schnappen, 5 Minuten.